Hallo YouTube, willkommen zu einer weiteren Folge bei unserem RP-Projekt Großelternhof. Heute wieder mit dabei der Stefan. Guten Abend. Der Norbert. Guten Abend. Und der Oskar, der ist bei sich im Channel. Genau. Wir haben von dem Norbert Müller dieses wunderschöne Kuhn-Schneidwerk für sage und schreibe 20.000 Euro gekauft. Stellt er uns gleich eine Rechnung drüber und dann passt das. Ja, dann haben wir uns noch ein bisschen über die Arbeit unterhalten, dass er auch nichts zu tun hat. Ja. Ist leider irgendwie gerade so dieser Monat, so Januar, Februar sind so die... Ja, ziehen sich wie Kaugummi. Ja, ziehen sich Hauptsache schnell rum. Ab März kann man wieder auf die Felder gehen, so ein bisschen arbeiten auf jeden Fall. Aber sagte der Oskar nicht, dass er irgendwie mal ein bisschen Holz machen will im Winter? Boah, also Hat er sich bei uns nicht gemeldet, ne? Nee. Bei mir auch nicht. Der ruft ja gleich bestimmt an, weil der unser Feld am Umlegen ist. Dann frage ich ihn mal. Ja. 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 Nee, also Holzarbeiten oder so, da hatte ich jetzt auch keine Info. Ja, jetzt noch so die letzten Arbeiten gemacht, bevor halt das anfängt mit kälter werden und Schnee und so. Ja. Aber jetzt ist es eigentlich nur quasi, ja, Tiere versorgen. Ein bisschen Hof aufrollen, ein bisschen was an Lagerbestand verkauft. Mhm. Und das war's dann nachher auch. Ja, unser Lager ist leider so leer, dass wir nichts verkaufen können. Wir haben ja ein bisschen Silage verkauft. Wir haben ja, weiß ich nicht, wie viel haben wir ungefähr gemacht? 30.000? Warst mich jetzt was? So ungefähr. Ich würde jetzt über Pi mal Daumen 30.000, gute 30.000 haben wir gemacht durch Silageverkauf. Ja. Das ist auch nicht schlecht. Ja. Habt ihr auch schon das Geld bekommen von der Hilfeaktion da? Leider noch nicht. Okay, ich hätte auf jeden Fall irgendwas bekommen. Ich weiß nur nicht, ob es das war oder ob das der Dünger war, den ich da noch ausgezahlt bekommen habe. Ja. Ja, wir haben auf jeden Fall, sagte der Oskar, eine gute Summe da verdient. Ja, glaube ich auch. Das wird mit zwei Leuten mit extra gestellt. Ja. Ist gar nicht mal so verkehrt ohne gewesen, glaube ich. Hm. Was sagt er? Ich weiß das gar nicht mehr. Irgendwas. Da ist er ja. Ui. Wenn man vom Teufel spricht. Hallo, Oskar. Hallo, da ist Oskar. Ja. Ich habe gute Nachrichten. Ja? Ich habe die letzte Silage abgegeben. Nicht dein Ernst? Doch. Also wir haben alles verkauft und gut, jetzt den Monat war nicht mehr so ertragreich, aber der Besitzer hat uns den alten Preis gegeben. Ja. Also ich könnte jetzt theoretisch eine Auszahlung machen. Oh, da würden wir uns, glaube ich, sehr drüber freuen. Wir haben uns gerade ein Schneidwerk gekauft. Oh, dann kommt es ja wie gerufen. Ja. Dann, weißt was, bin gerade an der Biogasanlage, ich fahre jetzt heim. Ja. Hüpf ins Büro und mach per Sofortüberweisung, schicke ich euch das Geld raus. Ja, bist du mit dem Grasfeld fertig? Bin ich schon fertig, ja. Ich war schon daheim, ich habe die Silageproduktion gesehen, habe ich mir gedacht, oh, diesen Monat muss ich noch schnell verkaufen. Ja. Genau. Okay, ja, dann schicke ich den Stefan mal los, dass er eben die Papiere fertig macht für das Feld und dann... Ja, kannst du da loslegen, dass wir es heute vielleicht auch noch umgelegt kriegen. Dann machen wir das so, ich fahre heim und schicke euch das Geld und dann mache ich mich mit dem Tiefenlockerer auf und mache oben das Feld fertig. Genau, alles klar. Auf der Feld 15 war das, gell? Ja, genau, Feld 15. Alles klar. Dann bedanke ich mich und vielen Dank für die Arbeit und die Silage, die war echt gewinnbringend. Ja, gerne. Ich glaube, da müssen wir nächstes Jahr nochmal ran. Ja, dieses Jahr. Dieses Jahr. Da machen wir aber ein bisschen mehr sogar vielleicht. Ja. Wenn wir das hinkriegen. Ja. Wenn Pachtfelder wieder da sind, dann ist natürlich super. Genau. Alles klärchen. Alles klar. Ich wünsche euch was. Ja, auch so. Tschüssi. Tschüss. Stefan? Ja. Papiere fertig machen? Pachtfeld machen? Ja. Norbert, vielen Dank für dein Mähwerk. Ja, wegen der Presse melde ich mich nochmal. Genau. Ja, das wäre super, ja. Und dann sprechen wir nochmal. Genau, mach mal so.
Alles klar. Alles klar. Ja, dann brauche ich den Metzger noch gar nicht anrufen, wegen diesen Kühen wahrscheinlich. Nee, denke nicht. Denke ja, nicht. Dann lassen wir das. Eventuell können wir uns ja noch mal ein paar Rinder in den Stall holen. Ja, eventuell, klar. Vielleicht ja. Anstatt Rinder, vielleicht Milchkühe. Ja, der Norbert macht da schon unsere Milch. Deswegen haben wir ihm die anderen Kühe ja verkauft. Ach stimmt, jo, klar. Ja. Ja, so war es, genau. Wenn du jetzt halt Rind, also Fleisch und Milchkühe gemischt hast, ist immer auch, weiß ich nicht. Also ich glaube, ich mich immer auf eine Sorte spezialisieren. Ja. Ja. Und nicht beides machen. Das ist ein bisschen. Also zumindest in einen Stall, glaube ich. Das ist ein bisschen doof. Ja. Stefan? Ja. 49.600 Euro haben wir gerade bekommen. Das ist starke Nummer. Ja. Gut. Alles klar. Danke, Norbert. Alles klar, Norbert. Dann melde dich dann gleich, wenn du was weißt, ne? Ja, mache ich. Danke euch. Gute Heimfahrt. Danke. Tschüss. Tschüss. Ich rufe jetzt erstmal beim Heizölhändler an. Beim Heizölhändler? Ja. Dass der uns mal ein bisschen Diesel vorbeibringt. Ah. Unsere Hoftankstelle. Unsere Hoftankstelle, ja. Ja. Kannst du erst das Pachtfeld machen, weil ich habe Oskar gesagt, dass er sich auf den Weg machen kann. Ja, klar. Mache ich das. Ja. Und dann kannst du gerne Heizöl kaufen. Aber dann fahr ich los. Ja, genau. Und ich kümmere mich mal vielleicht noch um ein paar Kühe. Jo, mach mal. Dann bis gleich. Bis gleich. Weil wenn wir jetzt noch mal Kühe kaufen, das würde ja Sinn machen. Holen wir uns Junge. Die Tiere haben das Zuchtalter erreicht. Fünfundvierzig Kühe, wie viele gehen denn hier rein? Da muss ich jetzt einmal gucken. Ansonsten frage ich den Norbert gleich mal. Da, 45 Kühe. Ob wir sein Gefährt ausleihen können. Ich glaube, den rufe ich nochmal eben schnell an. Das mache ich. Zolls, neue Rechnung. Ja, hallo? Norbert, hallo? Ja. Sag mal, ja. Du hast ja so einen Transportanhänger für Tiere, ne? Nee, hätte ich mir auch nur geborgt gehabt. Hattest du dir auch nur geborgt gehabt? Ja. Okay, ne, dann sag ich dem Viehhändler Bescheid, dass er uns die so bringen soll. Ja, nee, hatte ich mir auch nur kurzfristig geliehen, weil, Ja, du wolltest die Schweine umfahren, ne? Ja, hatte ich Schweine umgefahren, die Kühe und so weiter. Deswegen hatte ich da jetzt keinen mehr gekauft. Mhm. Okay. Ja, dann sage ich dem Dings, dass er dir eben liefern soll. Ja. Alles klar. Alles klar. Dankeschön. Jo, bitte. Ciao. Ciao. Stefan. Ja. Wie viele sollen wir denn holen? Denk dran, wir wollen die Presse auch noch holen. Ich weiß ja nicht, was Norbert dafür veranschlagt. Ja, dann lasse ich es mit den Kühen erst sein, okay. Dann lassen wir das erst sein, ist richtig. Oh, das Feld ist jetzt gepachtet, ne? Ah, sehr gut, ja. Ah, schönes Auto. Ja, Schicobello ist das. Läuft wie ein Uhrwerk. Mhm. Aber wir müssen auch noch zum Verkehrsamt und die ganzen Kennzeichen mal umändern. Ja. Damit das mal so alles seine Richtigkeit mal hat.
Ja. Cool. Ach so, der Maschinenhändler hat angerufen, dass der Fendt fertig ist. Der Fendt ist fertig? Ja. Okay. Ja, und wir haben Rechnung bekommen. Warum? Was hat er hier gemacht? Zeige Rechnungsdetails, grubbern, sehen, walzen, striegeln. Wo das denn? Und die? Hinterhof, große Wiese. Ja, die ist okay. Die kann ich zahlen. Die andere Rechnung weiß ich gar nichts mit anzufangen gerade. Weißt du das? 3000. Die 3590. Oder ist das. Oder ist das das Neue, was er da jetzt gerade am Anfang ist? Hat er da schon direkt eine Rechnung mit reingekloppt? Der ist über sein Tool, kann er das über die Hektar machen. Ja, ja. Da müssen wir nochmal fragen. Ja, und ich zahle die Rechnung vom Milchhof. Ja. Guck, dann sieht das nämlich schon wieder ganz anders aus. Ja, wollen wir denn mit dem, weil hier ist ja auch der Beifahrersitz kaputt, oder die Tür, die Tür war ja kaputt hier, ja, mit dem anderen Fahrzeug rüberfahren? Willst du mich da rüberfahren? Ja. Das ist die falsche Tür. Ich muss nur noch mal schnell rein, ich bin sofort wieder da. Ja, alles klar, ich park den T3 mal eben wieder. Ja, da ist er ja. Jawohl. Rechts ist offen. Oh, so im Einzug rausfahren, das wird schon ein bisschen eng. Das ist ziemlich eng, das ist richtig, ja. Oh, Stefan, wir haben ein Mähwerk. Vielleicht sogar bald eine Presse. Ja. Warte, fahr mal rechts rum. Wir fahren erst zum Norbert. Ist er überhaupt auf seinem Hof? Ich habe ihm letztens einen AirTag zugesteckt, damit wir immer wissen, wo er ist. Aber pssst. Ja, der ist auf seinem Hof. Dann mal los. Sag mal, was zittert da in deiner rechten Hand so? Ah, jetzt ist sie ruhig. Hm. Ja, ab und zu heil man zittrigen beim Schalten. Dann musst du weniger Schnaps trinken. Ja, bei diesem Wetter bleibt mir jetzt alles übrig. Ja, man merkt auch, dass du Schnaps getrunken hast. Nein, don't drink and drive. Also, ja. Ja. Nee. Da war wieder zu viel Amaretto im Glühwein, ne? Ja, der Flachmann ist immer dabei. Ja. Sehr gut. Wird Zeit, dass mal wieder passendes Wetter wird hier. Hält es ja nicht mehr aus, die Kälte. Aber der Schnee, also es ist gerade so warm, dass der Schnee nicht liegen bleibt. Das ist echt ein Vorteil, ne? Auf jeden Fall. Nur so als Lone Ranger. Ja. Oh, da war gerade eine glatte Stelle. Da, stopp, halt ihn auf, halt ihn auf! Ja, dann fahr ihm hinterher. Ja, hat er angehalten. Norbert! Na, ihr? Na, wo willst du denn hin? Zum Händler bei der Presse. Ah, okay, dann fahren wir da hinterher. Ja, dann machen wir das doch gleich. Perfekt. Ja, wir wollten auch zum Händler. Ich sag, nee, komm, lass es einmal zum Hof von Norbert fahren, dran vorbei, weil der Diesel, dann wird er auch mal richtig warm und so. So, ja, wir können trotzdem nochmal zum Hof fahren, wenn ihr wollt. Aber guck mal,
Hat auch Silly Mitteltank. Hat auch, ja, habe ich gesehen. Silly Mitteltank genau. Hat er. Ja, dann fahren wir direkt zum Händler. Ja. Dann fahren wir dir einfach hinterher. Alles klar. Alles klar, bis gleich. Jo. Ja, das ist doch ein sehr schönes Gerät. Euer Überfallkommando hier. Sehr schönes Gerät. Da kann man sich... Ja, wenn schon, denn schon, Norbert. Ja. Sehr schönes Gerät fährst du da hinter dir her. Ja. Wie viele Betriebsstunden hat das Ding? Weißt du das so? Das kann er, glaube ich, gleich beim Händler ablesen. Ja, keine Ahnung, 2-3 Stück oder so gerade mal, das ist nicht viel. Ach so, hast du nur das eine Feld damit gemacht? Ich habe einmal quasi genutzt und danach kam das LU und habe mir gedacht, dann machen die das. Das ist krass. Ach guck mal, der Oscar hier aufleisig. Ja, guck mal. So wieder in Beschlag genommen hier das LU. Ja. Wir haben hier das Feld gepachtet. Ah, vergrößert ihr euch auch langsam. Ja, wir müssen. Das ist sehr gut. So muss das sein. Ja, ich bräuchte auch noch mal ein paar Felder mehr. Dann muss ich mal auch mal gucken, ob sich eine Pacht lohnen würde bei gewissen Feldern. Ja, was da so halt die täglichen Kosten und so weiter sind. Mhm. Das wäre gar nicht verkehrt. So, mal gucken. Also die hat unschlagbare 1,7 Betriebsstunden drauf. Die Presse. 1,7 Betriebsstunden, ja. Ja. So. Und der Händler würde mir knapp 70.000 geben. 70? Ja. Alter, das ist aber auch Verlust, oder? Ja, ich habe die auch halt ein paar Monate eher stehen lassen, als dass ich die hätte gleich sofort verkauft. Ja, wie gesagt, neu kostet die ja über 100.000, hattet ihr ja gesehen. Genau, 105. Genau, so, die hat eben top, also ist sogar 100% gewartet. Also er würde dir 70.000 geben. Er wird mir 70.000 geben. Ich keine Ahnung. Ich würde auch die euch für 65 oder so geben. Mach eine Rechnung fertig. Würde ich auch sagen. Mach eine Rechnung fertig, dann haben wir es. Dann brauchen wir uns keine Gedanken mehr drum machen. Zap, 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 fertig aus. Okay. Also der Händler, der ist ja echt günstig, ne? Aber wo ist der bitte damit gewesen? Neu lackiert und schon dreckig. Das kann man ja nie machen, ne? Also. Nein, und der hat hier vorne einen Kercher. Oh Mann. Hat er denn Probefahrt gemacht oder was? Ja, muss ja wohl. Ja. Um zu gucken, ob der Lack hält. Ja, wahrscheinlich. Und dann ist aber. Aber anrufen, wir können ihn abholen. Und jetzt ist er nicht da. Oh Mann. Immer das Gleiche. Da müssen wir ihn halt nochmal sauber machen. Ja, das mache ich jetzt direkt hier auf den Kosten vom Händler. Ja. Hey, ich musste sowieso noch mal kurz bei dem was einen Auftrag geben. Ich komme gleich wieder zu euch. Ja, alles klar. So. Hallihallo. Guck, Stefan, wenn der uns die Rechnung gleich fertig macht, überweisen wir das wirklich mit einmal. Dann haben wir zwar nur noch 30.000, pass auf, aber wir haben super Geräte. Ja. Und ich kann den, glaube ich, direkt mitnehmen, die Seemaschine. Die Presse. Ziehen kann er das wohl, oder? So. So. Ah, jetzt sieht er wieder schick aus. Ja. Kriege ich den da wohl? Ist das 3 Punkte? Nee, ne?
Häng den mal ab, bitte. Was hast du vor? Ich will mal gucken, ob ich den hier rankriege. Das Teil hebt doch vorne ab. Geht ja nur für die Fahrt. Dran geht er. Aber die Zapfwelle passt nicht. Das ist auch so. Du quälst die kleine Maschine. Alter. Okay, das ist schwierig. Ach, hätte ich jetzt nicht gedacht. Der Händler hat mir eben gerade gesteckt, es gibt ein Fendt 900 Varium Angebot. Ja, weiß ich. Oder ein Deutz. 800, ja. T7. Du weißt schon, was bei Deutz passiert, ne? Ja. Wenn man bremst? Ja, dann fliegt die Vorderachse raus, ja. Stimmt. Ja, da war das lassen wir lieber. Dann das brauchen wir ständig ein schweres Heckgewicht, damit er nur auf den Hinterrädern balancieren kann. Ja, das deswegen ist perfekt. Deswegen auch 50% Preisnachlass. 50%? Jo, 51, Wahnsinn. 108.000, das ist Schnabber. Den hat smart. Auch einer aus gutem Grund wahrscheinlich verkauft. Ist das nicht das Modell, wo die Probleme hatten? Ja. Soll ich euch die Presse einmal zum Hof fahren? Ich wollte gerade fragen, ob du uns die Presse zum Hof fährst. Ich nehme dafür dein Güllefass mit zum Hof. Dann kannst du vom Hof aus mit dem wieder losfahren. Ja. Weil das sollte klappen. Das ist mein Milchfass. Dein Milchfass? Ja. Ja, das funktioniert wunderbar. Guck mal, der ist auch noch leer. Der zieht da weg. Sehr gut. Dann fahre ich schon mal rüber, ja? Ja, genau. Ja. Das fährt doch erst rein. Wenn man nach vorne guckt. What are you doing? Nicht nach vorne gucken, mache ich. Ah, perfekt. Ja. Neu lackiert und er sitzt schon an der Ecke. Nicht zu glauben. Das ist das Heil. Ja, auf jeden Fall. Das gibt's ja gar nicht. Da ist der Oskar schon wieder fertig hier, das ist ja Wahnsinn. Das ist nicht sein Ernst. Das ist doch nicht sein Ernst, der ist schon fertig. Jetzt stell dir mal vor, wir hätten das gemacht. Ach, das ist mit Geld gar nicht aufzuwiegen. Ja. Ich ruf dir mal eben an, ja? Jo, Mama. Jackson Johnson, Johnson am Apparat, hallo? Ja, der Herr Sebastian Betzold ist hier. Ja, guten Tag, Sebastian. Ich fahre gerade bei Feld 15 vorbei. Du bist schon fertig mit tiefen Lockern? Ja, ich fahre schon wieder heim. Ich bin schon kurz vor der Heimfahrt. Kurz vor der Ankunft, so rum. Ach, krass. Ja. Ja gut, wir haben halt den Großen, dann geht halt was. Ja, das kann man auch nicht bezahlen. Also, der schiebt ganz schön. Wir haben unseren kleinen Fendt ja lackieren lassen, der ist fertig übrigens. Ja. Und wir haben uns auch noch eine Ballenpresse gekauft. Ihr habt das Geld, was ich euch vorher überwiesen habe, reinvestiert. Reinvestiert? Wir haben aber auch noch genug. Ja, das ist schön. Bleibt noch über. Der Norbert hat seine Geräte verkauft. Er lässt euch ja alles machen quasi. Und wir wollen ja so ein bisschen noch selber machen. Ja. Genau. Und der hier... Ja, hat uns die Sachen wirklich günstig verkauft, wo man echt nicht meckern kann. Also wir haben diese Göweil-Wickel-Kombi da für 65.000 gekriegt. Ja. Und das Mähwerk für 20.
Ja, besser geht's doch gar nicht. Nein, und wir wollen ja ein bisschen auch selber machen und ihr habt ja auch immer viel zu tun und ja, wir müssen das Geld auch noch ein bisschen sparen und genau. Okay, Ja. nee. Gut, Aber du sonst. hattest uns zwei Rechnungen geschickt. Ja. Die eine habe ich direkt überwiesen, Ja. weil drin stand, was das war und was war die andere, die jetzt noch 3.590. Das war die Proberechnung, dass ihr seht. Das haben wir letzten Monat, habe ich euch die schon geschickt. Wegen dem Feld 15. Da habt ihr ja schon mit uns gesprochen. Und es war die Berechnung, weil ich eben die ganzen Gewichte, also die ganzen Preise für die verschiedenen Sachen nicht auswendig im Kopf gehabt habe. Ja. Aber eben am Rechner ist es halt ein bisschen einfacher. Ja, ach so, also das ist jetzt, wäre dann der Preis, wenn das Feld fertig ist. Das war die grobe Berechnung, ja, weil da kommt ja noch die Anfahrt und die Abfahrt, aber da haben wir ja gesagt, dadurch, dass ihr das Feld hinter eurem Hof, das Ja. haben wir ja, Genau, da das wolltest muss du ja ja die, noch, die, die, den Transport mit reinschreiben. genau, aber ihr wolltet ja oben Gras, bei die Kühe wolltet ihr Gras Genau. und dann ist es eben, das kommt dann nur einmal dabei, weil wir nur einmal die Fahrt haben. Genau. Genau. Okay. Dann So weiß ich schaut's aus. Bescheid. Alles klar, ich muss wieder zu den anderen. Die warten schon auf mich, ja? Du, kein Thema. Alles klar, danke. Tschö. Ciao. So, Sache den Oskar fertig. habe ich angerufen. Ja, und? Ja, der fängt direkt morgen früh mit dem Sehen an. Ja, Und die perfekt. andere Rechnung, die da ist, das ist diese Proberechnung gewesen. Er wollte ja uns sagen, wie lange oder was das ungefähr kostet, wenn er die bearbeitet, das Feld. Ja. Genau. Ach so, das war eine Pro. Oh, okay, Ja, alles also die klar. Proberechnung, die bleibt jetzt drin. Die werden wir wahrscheinlich rübernehmen. Nur er stellt uns dann noch einmal einen Transport und die Geräte in Rechnung. Weil Ja, wir müssen ja okay. alle drei Felder hier noch ansehen dann. Also das hier direkt hinterm Hof, dann die Fläche hinter dem Deich hinterm Hof, plus dieses Feld 15. Das wollte er uns dann einmal noch eine zusätzliche Rechnung stellen für den Transport und für die Geräte. Kein Problem, alles Genau. gut. Norbert macht für uns die Rechnung noch fertig. Genau. Ja. Für die dicke Kombi. Oh, da fliegt einer. Jo. Düse, Düse im Sauseschritt. Aber damit sind wir durch mit dieser Folge. Lasst gerne ein Genau. Like, einen Kommentar und ein Abo da. Und schaltet beim nächsten Das Mal ist. gerne wieder mit ein. Genau. Vielen Dank fürs Zuschauen. Sagen wir mal Ja. Tschüss und Ciao. Tschüss. Servus.